Herr Jung, Ihr Unternehmen produziert Schutzbekleidung. Welche Industrien beliefern Sie? Ja, unsere Kleidung, die wir herstellen, die ist geeignet für Gießereien, für die Automobilindustrie, Glasindustrie, chemische Industrie sowie für die Automobilindustrie, aber auch für die Schweißindustrie. Sie haben eine neue Laserschutzbekleidung auf den Markt gebracht. Was ist das Besondere daran? Ja, uns ist es gelungen, in einem EU-Projekt, was unterstützt wurde von Brüssel, eine Bekleidung zu entwickeln, wo auf der Textilie der Laserstrahl auftreten kann und dann praktisch diffundiert wird, also sozusagen gebrochen wird und nicht mehr den Eintrag auf die Hautoberfläche erreicht, sondern nur eine Wärme sich bildet und ich dann natürlich reagieren kann, wenn ich diese Wärme verspüre. Das war früher nicht möglich. Früher trug man Baumwolle oder Leder, was vom Laserstrahl zerstört wurde. Das ist heute tatsächlich zu schützen. Ist denn ein Wärmeübertrag überhaupt notwendig? Ja, der ist sehr notwendig, weil wenn der Laserstrahl längere Zeit auf einen Punkt wirkt, dann kann er natürlich dazu zu Verbrennungen führen. Und diese Verbrennungen als solches versuchen wir ja zu vermeiden, indem wir es spüren. Man muss sich es vorstellen, wie mit einer Kerze. Ich halte die Hand darüber, es wird warm und dann ziehe ich irgendwann die Hand weg. Und genauso ist das, muss man sich das vorstellen, bei unserer Kleidung. Gibt es mittlerweile eine europäische Norm? Ja, das ist das große Problem. Es gibt natürlich noch keine europäische Norm, aber es gibt natürlich wie immer Vorschriften. Und diese Vorschriften, die es am Markt gibt, sagen dem Anwender, du musst was tun, du brauchst persönliche Schutzausrüstung. Und wir sind jetzt so weit, dass wir jetzt eine Vornorm eingereicht haben auf deutscher Ebene beim DIN. Dort wird es zurzeit abgestimmt und dann hoffen wir, dass wir bis Ende des Jahres über eine Norm, eine Vornorm verfügen, an der wir uns orientieren können mit Prüfungen. Wir bewegen uns in der Zeit von Robotern und Automatisierung. Wird es in Zukunft noch die Nachfrage nach Schutzkleidung für Schweißtechnik geben? Ja, mit Sicherheit, weil ein Roboter muss A erstmal bedient werden. Es gibt ja nicht immer nur Roboter in Zellen, sondern auch die Roboter bewegen sich natürlich auch in einzelnen Bereichen. Und dort kann es mit der neuen Hightech-Lasertechnologie auch dazu führen, dass natürlich ein Strahl abgelenkt wird. Und da ist es schon notwendig, dass man sich mit einer Kleidung schützen muss.